liegt nichts mehr. Gehen wir mal weiter. Ey, wenn das da jetzt schon wieder steht, ne? Oh nein! Wieso bin ich denn jetzt hier? Okay. Wer macht... Alter, wie siehst denn du aus? Guck dich mal an. Zieh dir mal ein T-Shirt an, ey. So was will man noch nicht sehen. Boah, nee, nicht noch mehr von denen. Okay. Alter, selbst die Notizen erschrecken mich schon, ey. So weit ist es gekommen. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht gelesen. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Boah, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass er mich jetzt anspringt. Und was läuft so? Alter, der sieht ja ganz... Ist das der Typ, der sich das selbst rausgeschnitten hat? Hier von wegen, fixieren und sowas? Und zwischen Nase und so? Das könnte doch hinhauen, oder? Das könnte der Typ mit der Selbstbestimmung... Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt irre und das ist irgendein anderer, aber... Vielleicht gibt es ja noch 20 andere von denen. Der Hörer liegt drauf und trotzdem hört man das Piepen. Naja, gut. Also die haben sie... Doch, der hat sich auch. Die sehen alle irgendwie so komisch aus. War halt nur eine Vermutung von mir. Da vorne ist ein Raum. Dann geht's nicht weiter. Da ist ein Gitter. Oh. Okay. Hey, da liegt eine Batterie. Wieso komme ich da nicht ran? Ah, jetzt geht's. Hallo, ich hätte gerne die Batterie. Komme ich denn da ran? Ich will die Batterie haben. Der will mich? Ah, da. Ja, da ist schon irgend so eine Karte. Die nehme ich noch nicht, weil passiert wieder hundertprozentig was. Er wollte noch Hilfe rufen oder so. Oder irgendwas aufnehmen. Kann ich leider nicht abspielen. Das wäre auch mal interessant gewesen. So, jetzt passiert irgendwas. Jetzt passiert irgendwas. Ach, da auch wieder so ein Telefon. Alles daneben gelegt. Okay. Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Wo ist denn der Sicherheitsterminal? Boah, jetzt passiert irgendwas. Das ist zu... Das ist... Nein. Nein. Du. Ich durchschaue dich und dein Spiel. Und die da auch.
Ich warne euch. Ich warne euch. Lasst mich in Ruhe. Renn! Ah! Boah, du Pizza! Ich lauf dem auch noch voll in die Arme, oder? Ich sterb bei dem Spiel echt an einem Herzinfarkt. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Nur mit dem habe ich jetzt in dem Moment da doch nicht mehr. Ich dachte, gut, diesen Fried, ich laufe einfach und dann springt der einem entgegen. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, okay. Also, ich glaube, man soll auf jeden Fall immer mit der Kamera durch die Gegend laufen. Weil sonst kriegt man halt diese ganzen Notizen und so nicht mit. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich weiß aber nicht, wo ist das Sicherheitsterminal? Keine Ahnung. Wo könnte denn ein Sicherheitsterminal sein? Habe ich eine Karte? Ne. Keine Karte. Ah, da war ja noch was. Exit. Exit ist eigentlich immer gut, ne? Ja! Kannst mich mal. Da geh ich nicht runter. Ja, das brauche ich hier bei so einem... Alter. Boah, diese Geräusche, ne? Ich glaube... Die Bilder alleine, wenn diese ganzen Tonuntermalungen nicht wären, wäre das Spiel total harmlos und richtig gut, ne? Aber diese ständigen Geräusche dabei. Ein blutdurchströmter Raum? Kein blutdurchströmter Raum. In welchen gehe ich wohl? Ah, eine Notiz. Ich wollte gerade noch sagen, ey, wer packt denn die ganzen Ärmchen und Hände da in die Tür? Ach, da ist auch noch ein Kopf drin. Alter. Ich könnte die Tür noch langsam aufmachen. Aber gut, der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Warum sollte er das zu meinem Wohl tun? Witness, Zeuge. Witness heißt, glaube ich, Zeuge, oder? Matscht dem da das Gehirn raus? Alter. Das Spiel ist doch nicht... Der Typ, der das Spiel entwickelt hat, kann doch nicht mehr ganz normal im Kopf sein, oder? Okay. Überall Körperteile und... Fliegen und Leichen und... Boah. Eine Batterie. Ich krieg hier gleich einen Herzanfall, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wer macht denn jetzt schon... Ah, jetzt müssen wir auch noch da raus. Ich trau mich gar nicht richtig nach links und rechts zu gucken, ey, das ist unglaublich. Okay, wir gehen weiter. Security, das klingt doch schon mal gut, aber da hinten waren doch auch noch Türen, ne? Da kam einer raus und da ging er rein.
Richtig. Okay. Ah, schon wieder einer, der tot ist. Also irgendwie scheinen die einen die anderen umzubringen. Ich weiß nur noch nicht warum. Entweder sind diese Leute, die hier die ganze Zeit rumlaufen, diese komischen... jetzt weiß ich nicht mehr, wie die heißen. Oder die haben einfach hier zu viele Probleme untereinander. Journal. Helen Granat. Betreff Project Wallrider. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Bitte was? Ja, die sind scheißegal, können wir mal. Ach, egal. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat. Ja, das ist natürlich auch sehr geil. Nach dem Motto, die 10 Tote oder mittlerweile, also so viele Köpfe, wie wir gesehen haben, waren das mindestens 100 schon. Aber gut, wenn die Regierung sagt, die Tode sind nicht ernst zu nehmen, dann wird das auch so sein. Lass mich rein! Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Ist ja gut. Dann geh ich halt. Man kann auch übertreiben. Piep. Ich mach zu. Überwachungskameras. Okay. Was mit dir? Wir können uns nicht wehren, wurde uns gesagt. Hä? Was? Verstecken? Ja, they lie. Sie lügen. Wer lügt? Die von dem Projekt oder die, die nicht damit zu tun haben? Oh nein. Ich versteck mich einfach mal, weil ich irgendwas höre. Alter. Alter, mach den hier nicht auf. Boah, ey, gut, dass wir uns nicht in dem anderen versteckt haben. Geh weg. Okay. Großer Dreckskerl, ja, das passt. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Es ist mir gerade vom Hemd ein Knopf aufgegangen. Ach, ich lasse ihn einfach auf. So. Zurück. Haben wir auch im Journal was Neues? Nein. Das nervt jetzt aber doch gerade.
der ist da noch. Ich bleib noch ein Minütchen drin. Kann ich mich in der Zeit um meinen Knopf kümmern und mich ein bisschen abreagieren. Oder der ist gerade weggegangen, weil die Musik hat aufgehört und so. Ich glaube, wir können hier raus. So. Jetzt hat er natürlich den scheiß Strom abgeschaltet, ne? Achso, ich dachte, ich könnte auch nur speichern. Kommt direkt speichern und beenden. Warum sind die denn wieder zu? Wer hat die denn wieder zugemacht? Ich hab die doch aufgemacht, oder? Ja klar, hab ich die aufgemacht.